Ja, wunderschönen guten Tag zu unserem wöchentlichen Webinar mal wieder. Heute, wie immer in letzter Zeit, natürlich mit Herrn Melms. Hallo Manu. Und ich bin hier und achte ein bisschen auf die Fragen, die Sie ja stellen können, wenn Sie dieses Format kennen. Es gibt die Fragenfunktion, also schreiben Sie da gerne rein, wenn Ihnen irgendwas unklar ist oder so. Ich habe da ein Auge drauf und bringe das dann zur Sprache, wenn es gerade passt. Vorgehen sollte eigentlich klar sein. Wir machen das ja hier nicht zum ersten Mal. Trotzdem herzlich willkommen für alle, die noch nie dabei waren. Also, heute das Thema kleine Helfer in Microsoft 365. Da gibt es ja so unendlich viele kleine Features, die irgendwo bei irgendwelchen Prozessen an irgendwelchen Stellen helfen sollen und auch durchaus können. Nur das ist so viel, dass es schwierig ist, da den Überblick zu behalten oder sich dann in den passenden Situationen an das richtige Feature zu erinnern. Ne? Ah, da war ja was. Genau. Manu hat uns heute mal ein bisschen was rausgesucht. Die eine oder andere Sache kennen Sie vielleicht auch schon. Zum Beispiel den Bookingsdienst von uns, von unserer Consulting-Sprechstunde zum Beispiel. Genau. Aber vielleicht ist ja auch was Neues für Sie dabei. Und vielleicht lerne ich ja auch noch was, wer weiß. Also, Manu, was hast du uns mitgebracht? Ja, auch von meiner Seite, hallo. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe wechselnde Partner jeden Mittwoch. Das ist auch irgendwie doof, ne? Das hört sich immer doof an, ne? Nein, erstmal, ja, wir sind ja immer zu zweit, weil der eine guckt immer so ein bisschen mit dem Auge auf die Fragen und so weiter und der andere, ja, der muss immer der Arme sein, der mir was erzählt. Heute mit dem Thema Microsoft 365 ist vielleicht den einen oder anderen vielleicht bekannt. Aber uns geht es jetzt nicht um eine reine Produktvorstellung, hier das gibt es und hier Word, Excel hast du nicht gesehen, sondern uns geht es tatsächlich darum, wie der Julian gerade schon gesagt hatte, ein paar Kleinigkeiten, die im Alltag vielleicht ganz, ganz hilfreich sind, ja. Und diese Microsoft 365-Welt vielleicht mal vorab, das ist nicht von heute auf morgen in einer Kanzlei oder was auch immer eingerichtet, sondern es ist erstmal die Basis und dann muss man überlegen, wie passe ich denn am besten mit meiner Office-Welt die Kanzleiprozesse denn an. Und das nur, jetzt kommt kurze Werbebanner von mir, können wir Sie natürlich unterstützen. So, aber heute soll es darum gehen, vielleicht einen kleinen Impuls zu wecken, was gibt es denn? Vielleicht was Neues, vielleicht auch nicht. Aber vielleicht kennt es der ein oder andere ja gar nicht. Und das ist heute so der Fokus, auf was wir jetzt hier uns legen. Dann würde ich mal meinen Bildschirm teilen. Genau, das ist der Arbeitsplatz, den müsste man jetzt sehen, ganz gut. Jawohl. Und dann legen wir einfach ganz kurz los. Also, Team, ich hab das einfach mal reingeschrieben, so Bookings Planner, aber auch Microsoft Copiloten. Vielleicht kennt das der eine oder andere ja gar nicht. Da gibt es auch tatsächlich mittlerweile zwei Versionen seit Mitte Januar. Da muss man so ein bisschen sich ja schauen, was man so hat. Aber ich würde jetzt einfach mal loslegen und dann, wie gesagt, fragen einfach rein und dann schauen wir einfach mal weiter. Grundsätzlich ist es so, dass Microsoft 365 ja eine Online-Welt ist. Heißt, ich habe zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort der Welt meine Office-Anwendungen. Die Office-Anwendungen können auf meinem Tablet, auf meinem iPhone, ich darf keine Werbung sagen, auf meinem Smartphone, Tablet oder PC. So muss man ja sagen, ja. Kann man diese Software oder diese Cloud-Anwendung ja haben. Wie gesagt, man braucht bloß einen Internetbrowser und dann geht es los. Wie geht das ganze Spiel? Ich gehe einfach in den Browser rein, sage office.com, da bin ich jetzt quasi gerade drinne, melde mich mit meinem Account an und dann habe ich im Prinzip, so muss man sich das ja vorstellen, meinen Arbeitsplatz Pro von der Dativ in der Microsoft-Welt. So muss man sich das ungefähr übersetzen. Und wenn es denn doch nochmal eine lokale Installation sein soll, also zum Beispiel zu Hause, auf dem Notebook, was auch immer, dann habe ich natürlich hier auch noch die Möglichkeit, diese Apps zu installieren. Heißt, er würde dann standardmäßig diese Standard Microsoft, wie nennt man das, Desktop-Anwendungen installieren. Eine Desktop-Anwendung kann Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, sowas kann das alles zum Beispiel sein. Und bei office.com haben wir aber nicht nur natürlich diese Klassiker, die man vielleicht jetzt so mittlerweile schon alle kennt, sondern wir haben natürlich auch hier noch diverse andere, ich nenne es mal Apps, wie es auch drüber Ja, steht. nennt Wie es halt auch Microsoft drüber ja auch steht. so. Ja, es ist, ich hätte, ja, egal. Vielleicht hätte man in dem alten Windows oder Microsoft Deutsch hieße es wahrscheinlich Dienste. Oh.
Bei Dativ Ne? heißt das Widgets. Ist ja auch völlig egal, deswegen habe ich gerade ein bisschen gezögert. Ist auch egal. Also diese Apps, wenn man es mal so nennen möchte, ist es so, dass wir hier diverseste Microsoft-Anwendungen logischerweise drin haben. Und da steige ich gleich mit dem ersten ein. Ich würde jetzt einfach mal Forms nehmen, weil Forms ist tatsächlich aus meiner Sicht eine ganz gute Variante im Kanzleialltag, das zu benutzen für beispielsweise. Ja, da kommt es ja eigentlich her, für Quiz oder Formulare. Nein, also ein Quiz in der Kanzlei kann man machen, aber eigentlich geht es darum, dass wir hier zum Beispiel ein Formular erstellen können, wo wir diverse Fragen abfragen. Das kann auf der einen Seite interne Geschichten sein, wer kommt zum Weihnachtsfest, zum Sommerfest, bringt eure Familie mit, wie viele seid ihr, wollt ihr lieber vegan, vegetarisch, weiß der Teufel was? Das klassische Manu ist ja, wann habt ihr Zeit? Der Termin oder der Termin? Und dann kann jeder abstimmen. Mehrfachauswahl kann man auch möglich machen durch einen kleinen Haken beim Aufsetzen von einem Forms. Und dann hat man ganz schnell eine Umfrage gestartet, welches Datum man für das Sommerfest nimmt. Lustigerweise geht da bei uns intern ja gerade auch sowas rum. Deswegen ist es mir aufgefallen. So, aber ich habe mal hier ein Beispiel gemacht, die Geburtstagsfeier. So, heißt, man kann natürlich auch, wenn etwas passiert ist, ein Feedback einholen. Und das ist egal, in welcher Form auch immer, von was auch immer. Heißt, wenn wir eine interne Veranstaltung haben oder, kann man halt über Forms sich quasi Feedbacks zurückholen. Und das kann man natürlich sagen, okay, wie heißt diese Veranstaltung? Wie war es das? Also man kennt das vielleicht von der Dativ hier, man kann hier Herzchen setzen, man kann einen Score setzen, wann es wieder weiterempfohlen wird oder was auch immer. Also letztendlich haben wir bei Forms einfach die Möglichkeit, Feedbackbögen, Abfragebögen, aber auch tatsächlich kann man das auch zum täglichen Arbeit benutzen. Mache ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Projekte mache zum Thema Signaturlösungen, jetzt bei uns ist es, glaube ich, FP-Signed, da habe ich keine klassische Liste mir irgendwie zusammengebaut in Word und druck mir die aus und keine Ahnung, sondern es ist tatsächlich eine Forms-Umfrage. Das heißt, man kann auch komplexere Projektstrukturen mit Forms, auch wenn es sehr einfach klingt, abbilden. Ja, also so eine klassische Checkliste mit Fragen und Antworten kann man hier auch draus generieren. Und das Schöne hierbei, weil es halt einfach eine Cloud-Anwendung ist, kann ich mir natürlich meine Antworten rein oder einsammeln und kann dabei sogar noch sagen, nur bestimmte, jeder, was auch immer. Dann habe ich hier einen Link und diesen Link kann ich natürlich auch per E-Mail oder was auch immer versenden und kann mir dann quasi was reinpacken. Man hat aber auch die Möglichkeit bei Forms auch hier ein Dokumenten-Upload mit reinzumachen. Also man könnte auch hier hingehen und sagen, wir machen einen Datei-Upload mit rein. Dieser Upload, wie man es hier schon logischerweise sehen kann, gilt allerdings nur für interne Geschichten. Aber das reicht schon vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Ich sag mal, ich denke mal so an einer Smartcard-Identifizierung bei der Dativ. Heißt, wenn ich ja für das Steuerkonto online Vollmachtsdatenbank brauche ich ja eine Smartcard beispielsweise. Und dann muss aber diese Smartcard identifiziert werden bei der Dativ. Man kann das einmal über hier Video Ident machen. Man kann das aber auch klassisch mit einem Papier und den Personalausweis in Kopie dahin senden. So, jetzt macht es natürlich die ganze Sache ein bisschen schwieriger, wenn wir mit 100% Office-Kräften zum Beispiel arbeiten oder Arbeitskräfte, die 100% im Homeoffice arbeiten, die vielleicht auch noch 500.000 Kilometer, ach nee, 500.000 ist, darf man nicht sagen, da wird man angeschissen aus der Politik, ne? Die 600 Kilometer weiter weg zum Beispiel sind, sei es drum, aber ich kann quasi jetzt mir hier auch ein Formularblatt so anpacken, dass ich das sogar sozusagen versende, der Mitarbeiter intern. Der möchte eine Smartcard, sage ich, möchtest du eine Smartcard, ja oder nein? Na klar willst du die. Für was willst du die haben? Für Abfrage, Steuerkonto, bla bla bla. Und dann unten drunter, aber wenn zum Beispiel der Haken gesetzt wird, Abfrage, Steuerkonto online, dann geht ein weiteres Fenster auf. Bitte packe mir deinen Ausweiskopie, lade mir das da hoch. Und dann kommt dieses fertige Produkt sozusagen mit Datei, per E-Mail auch, oder man kann sich bei Antworten sammeln, kann man es auch wieder rausholen. Dann ist das in der zentralen, da wo auch immer wer das bekommen soll, also von wer das losgeschickt worden ist. Und dann kann er diese Dateien alles nehmen, ausdrucken,
PDF, was auch immer, und kann es dann an die Date versenden. Das Tolle Heißt hat ja, dann, das hat dann auch alles dasselbe Format, ne? Das ist dann alles genau gleich erhoben sozusagen, ne? Das ist und wunderbar. einheitlich und standardisiert, und darauf kommt es halt an. Also Form ist nicht Also immer nur. für die vielleicht nochmal eine Ergänzung, Manu, weil es mir gerade selber auffällt, für die Kollegen, die vielleicht die E-Signaturlösung DocuSign kennen, das erinnert mich ein bisschen daran, diese interaktiven Formulare halt, dass man, wenn ich da ja klicke, sich noch eine Folgefrage ausklappt unter Umständen, ne? Also damit kann man dann ja wirklich fast alles abbilden. Korrekt. Super. Also genau das ist es damit gemeint. Und tatsächlich, wenn es ein bisschen komplexer werden sollte, was weiß ich, Sie bilden da drüber, Projektgeschäft, was weiß ich, Jahresabschlusspräsentation, weiß auch immer. Hier habe ich jetzt kein Beispiel, aber und man hat ein paar Antworten gesammelt, kann man diese Antworten auch der Geschäftsleitung über präsentieren, und das ist immer auch ganz nett, über präsentieren einfach mal darstellen. Was ist bei der ersten Antwort so für Antworten gekommen? Was ist danach gekommen? Was haben wir da so für einen Durchschnitt? Dann interessiert das vielleicht den einen oder anderen, wenn da, was weiß ich, 16 Leute sitzen, interessiert das denn vielleicht nicht, dass ich das denn vielleicht einsehen möchte? Dann sitzt er vielleicht mit seinem Handy da, dann sagt man zu dem, ja, pass auf, guck's dir selber an, wenn du mir nicht zuhörst. Scan den QR-Code, dann hast du es direkt bei dir. Dann kannst du es bei dir, dann tust du wenigstens was Sinnvolles, anstatt da, was weiß ich, wo zu sein. Weil witzige Antwort tatsächlich von einem Berufskollegen, nicht Steuerberater, sondern von mir ein Berufskollege, der war bei einer Kanzlei und der fragte, naja, mit welchen Kommunikationsmedien arbeitet ihr denn alle so? Und dann, ja, so mit Facebook und LinkedIn und so weiter, und der Kanzleiinhaber ganz trocken, und Tinder. Ich mega, also das Kommunikationsmedium Tinder nutzt er mit seinen Mandanten anscheinend auch. Fand ich toll, aber ist einfach dahingestellt, also deswegen dieses Wischen, darauf kam ich da jetzt gerade. Also wie gesagt, man kann es auch mit einem QR-Code sozusagen auslesen. So, das ist mal Forms in Kurzform, was man, wie man Es das gibt eine anlegt. kurze Frage dazu, ganz grundsätzlich, Manu. Kann man Forms auch eigenständig erwerben? Das ist immer Teil von einer Microsoft 365-Lizenz, ne? Ja, also ich glaube, man braucht nicht unbedingt die Business Premium Lizenz wahrscheinlich, damit das drin ist. Es gibt wahrscheinlich auch kleinere, die das beinhalten, aber es muss auf jeden Fall irgendeine Form von Microsoft 365 sein. Genau. Korrekt, ja, definitiv. Das ist nur da mit enthalten. Des Weiteren vielleicht, das ein oder andere kennt es vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Es gibt hier das kleine App-Teil Stream. Stream ist im Prinzip Ihr internes YouTube, wenn Sie es so nehmen wollen. Heißt, bei Stream ist es so, dass wir hier auch von hier aus eine Bildschirmaufzeichnung tätigen können mit Stream. Also das ist so. Also man kann da draufklicken, kann man seinen Bildschirm filmen und so weiter. Man kann natürlich auch einen fertigen Film, den man vielleicht irgendwo aufgenommen hat, da hochladen, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Oder man hat zum Beispiel eine Teamsitzung gemacht, eine kanzleiinterne Besprechungsrunde oder wöchentliche Teamsitzung oder was auch immer, und die hat man aufgezeichnet, und die möchte man irgendwie im Intranet, also im internen, wo auch immer, hinstellen. Und sagen, man möchte jetzt hier, also das ist jetzt quasi meine Videodatenbank. So muss man sich das vorstellen. Mein internes YouTube, so muss man sich das vorstellen. Und dann kann man da drin suchen und so weiter. Und das Schöne hierbei ist, wenn ich so ein Video hochgeladen habe, ich weiß gar nicht, ob ich das Video hochgeladen, ob ich hier irgendwas habe. Ich mache mal hier, mal gucken, ob das geht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil ich hier auf so einem Demo-Server bin. Nee, da geht das nicht. Habe ich hier Also in der irgendwas? Theorie ist das ja auch super, um vielleicht so kleine Tutorial-Videos aufzuzeichnen, Da, indem man darauf wollte eben ich sein, hinaus. Genau. ja, genau, dass man eine Klickanleitung macht für neue Kollegen, zum Beispiel zum Einarbeiten. Hier findest du diese Ordner in DATEV und wir arbeiten so und so. Und dann, wenn es eine neue Kollegin, einen neuen Kollegen gibt, dann sagt man, schau dir bitte erstmal die drei wichtigen Videos in Teams unter Stream an. Ne? Ich glaube, man kann sich Stream ja auch hinzufügen, links in der Leiste in Teams. Das müsste gehen. Ja, in Teams geht das. Ja, geht das auch, klar. Genau, und dann hat man da sozusagen eine Einarbeitungsvideos, ne? Oder eine Wissensdatenbank. Auch Genau, man hat da super. eine Wissens. Genau. Und das Gute ist, wenn man so ein Video jetzt hochgeladen hat, ich habe jetzt leider keins vorbereitet, weil mir das jetzt gerade spontan wichtig ist. Also Kurzvideos, Klicktutorials, wie auch immer man das auch immer schimpfen möchte, was der Julian gerade gesagt hat, also Kurzvideoanleitungen. In diesen Videos, wie bei YouTube auch, kann ich darauf kommentieren. Kann ich auch liken.
Also, wie man das halt so kennt, von YouTube kenne ich das innerhalb von Steam. Das heißt, Umkehrschluss, wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, es war eine Teamsitzung. Diese Teamsitzung habe ich aufgezeichnet, habe ich in den entsprechenden Ordner sozusagen diese Aufzeichnung gespeichert. Und jetzt können das im Nachgang noch Leute irgendwie anschauen, dann können die darunter kommentieren. Aber viel wichtiger ist, wenn in dieser Besprechung noch was offen geblieben ist an einer offenen Frage. Wie heißt es immer so klassisch? Ich kläre das im Nachgang und man hat es im Nachgang geklärt. Kann man diese Antwort sozusagen unter dem Video drunter schreiben als Kommentar und man hat alles dokumentiert zusammen festgehalten. Ja, also wieder ein klassischer kleiner Helfer. Wir müssen eh ein Protokoll führen. Warum führen wir denn nicht ein Videoprotokoll? Wenn noch was offen ist, führen wir unter dem Videoprotokoll, also unter dem Film, noch den Text darunter. Kommentare quasi dann, ne? Kleine Helfer. Das ist so das Ziel. So. Dann. Also klassisch aus dem Kanzleialltag. Dann haben wir noch die Möglichkeit mit, ja, da hat der Julian schon angeteasert über Bookings. So. Also, wenn man Bookings hat, kann man natürlich über Bookings kann man diverse Buchungsseiten erstellen. Heißt im Umkehrschluss, wir haben die Möglichkeit hier ein oder mehrere Kalender oder Buchungsseiten, ich nenne es mal Kalender, aber es sind Buchungsseiten, zu erstellen und da drin auch unsere einzelnen Leute mit einzufügen. Und dann, wenn man so einen Kalender quasi erstellt hat oder so eine Buchungsseite erstellt hat, kann man halt kleine Dienste da reinpacken. Ja, so. Und wir haben dann halt die Möglichkeit, hier auch das Zeug wieder zu löschen oder anzulegen. Das ist also nicht das Problem. Was kann uns das im Kanzleialltag so helfen? Naja, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Besprechungsraum. Oder zwei, drei, vier. Und die sind ständig belegt. Und da müsste man einen freien Termin raussuchen. Da kann man jetzt ganz klassisch in so einen Outlook-Kalender gehen und kann dann durchklicken, kann dann seinen daneben stellen und kann dann mal versuchen, irgendwie einen freien Termin zu finden. Oder man erstellt einfach eine Buchungsseite. Diese Buchungsseite hinterlegt man sein, wenn man das im Outlook hinterlegt hat, den Besprechungsraum logischerweise. Als Kalender, dann kann ich den natürlich damit verbinden und dann kann ich genauso buchen, als wäre es ein Mensch, aber es ist mein Besprechungsraum oder verschiedene Besprechungsräume. Also Beispiel kann dieser Buchungsseite kann Besprechungsräume heißen und dann habe ich die Dienste 1, 2, 3, 4, 5 Besprechungsraum und könnte die dann markieren oder die Dativ nennt das gerne, also bei Dativ heißen die immer nach irgendwelchen Gebäuden oder was auch immer. Bei uns heißt das, glaube ich, Nord, Süd, West, Ost. Hast du nicht gesehen? Also das ist ja völlig egal, wie das alles heißt. Aber man hat verschiedene Besprechungsräume und man könnte die sozusagen unter einem Bookingskalender zusammenfassen und dann sozusagen hier die einzelnen Räume dann buchen. So, und dann Ist im sind Prinzip so, wie das der ein oder andere kennt von unserer Consulting-Sprechstunde, nur dass Sie sich dann keinen Mitarbeiter auswählen bei der Terminbuchung, sondern im ersten Schritt dann erstmal den richtigen Raum, den Sie buchen wollen. Und dann werden Ihnen auch nur die Zeitscheiben halt zur Verfügung gestellt zur Auswahl, wo der Besprechungsraum halt noch nicht belegt ist und keine Termine hinterlegt sind. Ne? So ist im Prinzip dasselbe Prinzip, nur mal Also ganz einfach mal, anders angewendet. Genau. genau, einfach mal ein ganz anderer Ansatz, einfach mal aus dem Kanzleialltag. Und das war uns heute einfach mal wichtig, dass man nicht nur diese Standardsachen immer mal, sondern wirklich mal so aus dem Alltag heraus, ne? Ich Und sage auch gerne, als Tipp für Bookings finde ich auch einen tollen Anwendungsfall, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt nicht immer die Tür offen haben für neue Mandate oder Beratungsgespräche. Wir brauchen auch konzentrierte Zeit innerhalb der Woche, um unsere Arbeit fertigzustellen. Ich möchte aber einmal die Woche nachmittags eine Sprechstunde anbieten für potenzielle neue Mandate oder sonstiges. Und dann kann ich eben diesen Link auch so hinterlegen, dass ich die Zeiten so, da der Manu zeigt es gerade mal, dass ich einfach sage, Montag kann man bei mir sowieso nichts buchen. Dienstags auch nicht, mittwochs auch nicht, freitags auch nicht, nur donnerstags ab 14 Uhr biete ich eine Sprechstunde an. Und diesen Link könnte man dann entweder zum Beispiel auf der Kanzlei-Website hinterlegen, dass man dort einen Button einbaut, wie zum Beispiel buchen Sie jetzt Ihre Erstberatung oder so. Und dann landet man eben auf diesem Bookingsdienst und der neue Mandant kann sich eben donnerstags nachmittags einen Termin buchen beim nächsten freien Termin. Oder man benutzt diese Links halt bei Bedarf
speichert sich die irgendwo ab unter den Lesezeichen oder so und kopiert sich die dann in eine E-Mail mit rein, wenn man das nicht öffentlich machen will, sondern nur bei Bedarf eben dem Gegenüber die Möglichkeit geben möchte, einen Termin zu buchen. Auch dafür. Das sind nochmal so zwei so Anwendungsfälle, die ich jetzt schon mitbekommen habe und die ich auch sehr, sehr logisch finde. Genau, und die Buchungsseite, also das, wenn du gerade Links ansprichst, man kann den gesamten Kalender als Buchungsseite, als Link aufrufen. Ne, da klickt man da drauf, dann hat man halt dieses gesamte Konstrukt, sage ich jetzt mal. Oder man kann auch hingehen und nur die einzelnen Dienste buchen. Ja, also man kann dann hier drauf gehen und sagen, ach nee, scheiße, da war es gerade schon. Oder ich nehme nur diesen einzelnen Dienst. Ich nehme nur diese Dienstbuchungsseite. Kann ich natürlich, es sieht jetzt so zufälligerweise gleich aus, weil ich ja bloß einen habe, aber er würde dann sozusagen, man kann die ganzen Buchungen sehen oder halt nur vereinzelte, kann man dann Also sehen, die verschiedenen. mit den verschiedenen Diensten meint Herr Melms natürlich zum Beispiel die Auswahlmöglichkeit bei unserer Consulting-Sprechstunde. Wie lang soll der Termin sein? Erstmal kurz und knapp, 30 Minuten, 60 Minuten, 2 Stunden. Dann, das ist erstmal der Dienst, den Sie auswählen. Ne? Und da kann man halt verschiedene Sachen, ja, zeig's doch nochmal kurz für die, die es nicht kennen. Die sollten es auch langsam mal kennenlernen. Wird ja immer gerne in Anspruch genommen. Genau. Da wähle ich also erstmal sozusagen den Dienst, den ich bei Bookings hinterlegt habe, aus. Und dann wähle ich aus, auf welchen Kalender ich zugreifen. Ist mir das egal, welcher Kalender, oder nehme ich jetzt nur den vom Herrn Mams zum Beispiel? Ja, das wäre dann in dem Besprechungsraumbeispiel, wären das die Besprechungsräume. Und Zum der Beispiel. Dienst eben die Länge des gebuchten Termins. Und dann hat man unten eben die Möglichkeit, sich einen Termin rauszusuchen. Und da, wo es schon belegt ist, wie zum Beispiel am 28. Februar, da ist halt nichts mehr frei. Da können Sie dann nichts buchen. Ja, Super. das ändert sich natürlich von der Länge her. Ich habe jetzt hier kurz und knapp, wenn ich jetzt zum Beispiel 60 Minuten aussuche, dann verändert sich das nach unten natürlich immens genauso. Ja, wenn es immer länger wird, na, irgendwann hat man dann irgendwann keine. Ich sehe gerade, dass ich gar nicht so viel Zeit habe im Februar, ne? So, guck mal hier. Oh Gott, das darf keiner wissen. Nee, das füllt sich immer tatsächlich sehr schnell. Aber wir haben jetzt hier, also das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Man kann jetzt praktisch diese ganze Buchungsseite oder nur einzelne als Link sozusagen versenden, einbetten oder wie auch immer. Und das Ganze macht man dann sozusagen über Bookings. Aber wie gesagt, so ein klassischer Alltagshelfer wäre tatsächlich, was der Julian gerade sagte, so ein kurzes Gespräch, nur einmal am Donnerstag um 14 Uhr bis 16 Uhr oder was auch immer. Oder Besprechungsräume. Sowas könnte man dann zum Beispiel damit abfrühstücken. Das wäre natürlich schon nicht schlecht. So, das wäre Bookings mal in Kurzform. Dann haben wir noch Planner. Planner ist im Prinzip ja eigentlich auch ganz cool. Und zwar ist Planner ja nichts anderes wie ein Aufgabenboard. Oder vielleicht hat der ein oder andere schon mal Kanzleimanagement kennengelernt. Ist ein ganz neues Produkt der DATEV, wird jetzt im Sommer auch ganz offiziell für kleinste bis ganz kleine Kanzlei freigegeben. Und Kanzleimanagement ist tatsächlich, ja, wenn man es so nehmen möchte, die neue Eigenorganisation und der Kanzleimanagement Einstieg ist eine Aufgabe und die Aufgabe ist in einem Board. Nichts anderes ist Planner auch. Ja, ich kann hier, ich habe mal hier unten verschiedenste Aufgaben. Beispielsweise, ich nehme mal hier, keine Ahnung, ich nehme das mal hier und ich habe hier die Möglichkeit, in diesem Board verschiedene Buckets anzulegen und von diesen verschiedenen Buckets wiederum kann ich dann wieder Aufgabenfelder reinmachen. In diesen Aufgaben selber habe ich natürlich dann wieder die Möglichkeit, Leute hinzuzuweisen, Status so festzulegen oder auch hier unten Checklisten mit einzubinden oder Notizen und auch hier wieder, wie es halt so klassisch so ist, auch eine Kommentarfunktion mit zu hinterlegen. Heißt im Umkehrschluss, was könnte so ein klassischer Helfer sein? Naja, unsere Aufgaben mal zu zentralisieren, wenn wir es denn wollten. Oder wir haben ein Produktionsgeschäft. Eine Kanzlei kann auch ein Produktionsgeschäft sein. Beispielsweise kann die Aufgabe sein, Jahresabschluss erstellen. Naja, dann ist klar die Aufgabe mit dem Mandanten sprechen, wo hole ich meine Dokumente und allem, was ich dafür brauche, her. Das zweite ist Finanzbuchhaltung erstellen. 12 Monate lang natürlich das zu erstellen. Und dann hinten dran kommt dann ein Jahresabschluss sozusagen. Und denn das sind für mich zum Beispiel hier oben verschiedene Buckets, also das hier, wo Aufgabe unter dem Online- und Muster steht, das würde man dann sozusagen da als Reihe setzen und man könnte jetzt sagen, alles klar, Unterlagen eingeholt, alles klar, Haken dran, dann Bearbeitung, 12 Dinger,
Januar, Februar, März, April fertig, super. Und dann mache ich den Jahresabschluss. Ja, das gibt es auch alles in der Datefeld, in einer Pro-Checkliste oder. In Aufträgen selber kann ich das natürlich genauso machen. Aber tatsächlich, wenn Sie in Ihrer Kanzlei selber zum Beispiel Unternehmen online ausliefern oder meine Steuern. Und dann muss ja, das muss man immer ein bisschen nachhalten. Dann notiert man was, dann bespricht man was mit dem Mandanten, man weiß aber nicht mehr was. Und das ist alles irgendwie irgendwo zerstreut. Und das können wir in einem Aufgabenboard ja viel, viel, viel schöner darstellen, je nachdem, wo es halt passt. Und dieses Aufgabenboard kann man natürlich, weil wir es einmal dann haben, können wir natürlich auch hier sagen, okay, zeig mir mal an, was hier so für statistische Werte drin sind, das können wir sagen. Wir können uns aber auch einen Jahreskalender sozusagen oder Monatskalender uns anzeigen lassen. Wo sind denn hier welche einzelnen Sachen eingetragen? Ich habe bei diesem Board nichts eingetragen. Ach hier, 22, ne? Das ist ein bisschen spät. Dann machen wir mal hier Februar 6. So. Ist auch schon alt, aber damit wir das mal sehen. Hier steht das auch denn drin. Also das heißt, ich habe auch eine Kalenderübersicht, was ich denn so den ganzen Tag oder was ich in diesem Aufgabenboard zu tun habe. Und das kann man auch wieder runterbrechen auf ein Projektgeschäft, Beratungsfelder, was auch immer, dass man sagt, okay, das sind meine einzelnen Schritte dazu, das ist dann mein Ziel und dann mache ich dann das, dann mache ich dann das, dann mache ich dann das. Ja? Oder klassisch, wenn man die Kanzlei ein bisschen größer hat oder man möchte irgendwie einen Social Media Plan haben, machen möchte, muss man ja auch Ideen sammeln, man muss es umsetzen und dann muss man ja auch festlegen, wann wir das denn, das Zeug auch wieder posten, sage ich jetzt mal. Also so ganz klassische organisatorische Sachen innerhalb der Kanzlei kann ich hiermit mit einem Aufgabenboard oder wie es Microsoft gerne nennt, mit dem Planner durchführen. Der Kannst du noch Julian hat mal noch bitte was. auf eine Aufgabe noch mal draufklicken, dass sich diese Einstellungen da öffnen? Genau, was man vor allem auch machen kann, das finde ich besonders praktisch, ist diese Aufgaben einer Person zuweisen ganz oben. Dann kriegt derjenige darüber erstmal eine Info, dass er eine Aufgabe zu erledigen hat, wann das Fälligkeitsdatum ist, falls es festgelegt wurde. Man kann auch mehrere Personen den Hut aufsetzen für eine Aufgabe, wenn es zum Beispiel eine Teamarbeit ist oder zwei, drei Leute an einer Sache arbeiten. Intern im Haus wissen dann auch sofort alle, ah, okay, der Herr Melms, der Herr Hartke und der Herr Hühne sind dafür zuständig, dann muss ich mich bei einem von denen melden. Ne? Dann sieht das sofort jeder, wenn jeder Zugriff zum Beispiel auf den Teams-Kanal hat, in dem dieser Planner aufgezogen ist. Ne? Da können dann ja auch die Aufgaben von zig verschiedenen Leuten in einer Planner-Umgebung sein, sodass ich mir einfach intern mal einen Überblick verschaffe, bis wann muss wer eigentlich was erledigt haben. Das sehe ich dann natürlich auch in dieser Kalenderansicht und so. Ich kann an einzelne Aufgaben auch Dateien anhängen. Zum Beispiel, wenn es da jetzt zu einer Aufgabe eine relevante Excel-Datei gibt oder eine PDF oder sonst was. Die Unterlagen können einfach direkt an die Aufgabe angefügt werden, da in der Mitte Anlage hinzufügen. Das heißt, wenn ich die Unterlagen suche zu meiner fälligen Aufgabe, habe ich sie im Zweifel direkt an der Aufgabe dran. Ne? Das ist so, also richtig krass zentralisiert im Prinzip, sodass sie da alles unter einen Hut kriegen können und die perfekte Übersicht haben über alles, was abgeht. Wenn zum Beispiel jemand krank wird, verändern sie die Zuständigkeit von der Aufgabe. Dann löschen sie den Herrn Melms da raus und tragen sie jemanden anderen da ein. Dann kriegt der sofort eine Mitteilung darüber, ah, du hast die Aufgabe von Herrn Hühne bekommen, meinetwegen, die hast du jetzt bis nächste Woche Freitag bitte zu erledigen, vertretungsweise. Ne? Die anderen im Unternehmen wissen dann sofort auch, dass sie derjenige sind, der den Herrn Melms da vertritt. Ne? Das ist für alle sofort sichtbar. Und das ist, finde ich, so im, wenn man sich das ganze Paket mal anguckt, ist Planner auch eine der besten Funktionen im ganzen M365-Universum. Also wir nutzen es intern auch sehr intensiv. Finde ich super praktisch. Du lachst, Manu, warum? Nein, nein. Jetzt haben wir herausgefunden, was das Lieblingsprodukt von dem Herrn Julian Hartke ist. So. Ja, also Bookings und Planner. Das ist auf jeden Fall Genau. mein Favorite. Im Kanzleialltag gibt es natürlich auch noch Lists und To-Do, aber da, also Lists ist im Prinzip eine bessere Excel-Liste oder nee, das stimmt nicht, ist keine bessere Excel-Liste. Es ist, kann aus einer Excel-Liste eine Liste hervorgehen und man kann so eine Liste kann man praktisch vordefinieren. Also erstmal, weil welche
Tabellen, also welche Zeilen oder Spalten ich haben möchte. Und ich kann natürlich aber auch hier diverse Einstellungen vornehmen und standardisierte Sachen reinmachen, damit ich das sozusagen auch wunderbar erfassen kann oder verändern kann oder was auch immer. Das kann ich hier alles sehr individuell hinterlegen. Will ich Sie gar nicht mit langweilen, auf was möchte ich hinaus? Mit Lists haben wir tatsächlich die Möglichkeit, jetzt hier ist zum Beispiel eine Reiseanfrage, okay, ist ein anderes Beispiel, aber ich zum Beispiel muss mein, jetzt weiß jeder, was ich fahre, ein Hybridfahrzeug und keiner weiß so richtig, ob man dafür trotz 1%, ob man da etwas führen muss, also wie viel man tankt, also benzintechnisch und wie viel man sozusagen Strom tankt. Das muss man aufzeichnen, das muss man sozusagen, ich sag mal, ja, führen. So. Keiner weiß aber so wirklich wie und was und in welcher Form. Ich habe mir tatsächlich hieraus einfach eine Liste gebastelt. Was habe ich mir da einfach gemacht? Ich habe ganz vorne steht bei mir der Monat, dann steht bei mir die Kilometer, welches Datum habe ich getankt, also was habe ich überhaupt getankt, ob ich Strom oder Benzin getankt habe und wer ist der Mitarbeiter, der das macht. Und dann habe ich quasi in einer langen Liste wunderschön aufgelistet, wann ich wie wo was mache. Und diese Liste kann ich dann natürlich auch, wenn ich es denn bei Bedarf brauche, auch kann ich gar nicht hier, aber kann ich auch drucken. Ich kann diese Liste drucken und dann beim Drucken habe ich dann auch wie ein wunderschönes PDF beispielsweise, wo ich dann einfach sehe, okay, so oft hat er getankt, so viel hat er Benzin und Strom gemacht. Und wenn da jetzt mal ein Prüfer kommen sollte, der dann sagt, ja, zeigen Sie mir das mal, ja, dann haben wir das halt direkt auf Tasche und können es sofort ausgeben. Und ich habe den Luxus, ich kann es über Teams, ich kann, was weiß ich, auch immer direkt auf Lists draufgehen. Und könnte dann sozusagen dann alle Daten eingeben. Und wenn wir es noch weiter spinnen, können wir aus dieser Liste tatsächlich auch eine, wo sehe ich es genau, kann ich auch mir eine App erstellen. Heißt, es gibt auch das Power-Apps, Power-Automate und so weiter, da würde ich heute gar nicht drauf eingehen, aber unter Power-Apps, also man kann aus dieser Lists, kann man praktisch eine App erstellen. Diese App, wie auch immer die man nennt, aber dann kann man quasi in die App reingehen und kann man diese ganzen Felder einfach nur so auswählen und dann habe ich quasi ja mein Aufzeichnungsbuch für unterwegs, in welcher Form und in welcher was auch immer notwendigen Art und Weise. So, das wollte ich nur mal mit Lists erwähnen und da die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist, auch unser letztes Modul finde ich persönlich mega, wo ich es dem Julian gezeigt habe. Da sagt er erstmal, krass, was ist das denn? Ja, das war letztes Jahr irgendwann. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja. Das war irgendwann letztes Jahr. Also irgendwann letztes Jahr hat Microsoft den sogenannten Copiloten freigeschaltet. Microsoft Copilot gibt es jetzt, wie gesagt, seit Mitte Januar auch nochmal als Bezahlversion. Kostet $20, also irgendwas um die 20 € kostet das dann zusätzlich. Und dieser Copilot, was ist das? Wenn man im Edge selber ist, gibt es den rechts oben in der Ecke. Und dann gibt es hier so ein kleines Symbolchen und das ist der Copilot. Erstmal recht unspektakulär, aber dieser Copilot, Sie kennen alle wahrscheinlich ChatGPT und wie das ganze Zeug alles heißt. Das ist die Microsoft-Version davon. Heißt, Sie haben ein vollwertig integriertes KI-System, was mit Ihnen chatten kann. Heißt im Umkehrschluss, Sie können mit ihm sprechen, also können Sie mal fragen, wer ist Julian Hartke? Ach nee, ich darf keine Namen reinschreiben. Der verbietet unsere interne Geschichte. Wer ist, Stimmt. keine Ahnung, Michael Schumacher? So, das ist eine öffentliche Person, der kann aber eingeben. Ja. Und dann durchforstet dieser Copilot halt quasi komplettes Internet, hat das gefunden und dann schreibt er Ihnen darauf zurück, wer das ist. Ne? Der ist dann und dann geboren, dann und dann. Und er macht sogar tatsächlich, wenn er dann irgendwann fertig ist, macht er dann auch mit Verweise etc. etc. Und Sie können natürlich diese Fragen auch nachfragen. Ne? Also er macht die Quellen mit rein, das meinte ich. Und Sie können dann auch nachfragen, ey, das ist mir zu lang, fass mal ein bisschen kürzer. Also Sie können darüber auch Briefe von mir aus auch irgendwas erstellen oder schreiben. Nur, das ist die Umsonstversion. Das ist wie bei ChatGPT, gibt es auch eine Umsonstversion und eine Bezahlversion. Naja, und so ähnlich ist das jetzt hier auch mit dem neuen Copiloten. Der ist natürlich auf eine schönere Basis erstmal technologisch gestellt, die es bezahltechnisch gibt. Und
Der Copilot ist jetzt dann auch in Word, Excel, PowerPoint und schlag mich tot mit integriert. Heißt im Zweifel, wenn man dem dazu bucht, diesen Copiloten, können wir sagen, hey, Copilot, erstell mir eine PowerPoint-Präsentation zum Thema X mit Sachen Y, mit einer schönen Grafik, feuerfrei. Und der erstellt Ihnen eine automatische Präsentation, Briefe oder was auch immer. Das macht er tatsächlich. Ob der Inhalt soweit okay oder richtig ist, das müssen Sie natürlich dann logischerweise entscheiden, aber man hätte hier die Möglichkeit. Und mit der Umsonstversion haben wir noch die Möglichkeit, hier ein Schreiben fertig zu machen. Also man könnte zum Beispiel schreiben, wer ist, nee, schreib mir ein Dokument zum Unternehmen Convotes zum Beispiel, wenn man das auch noch richtig schreibt. Und dann soll das professionell, lustig oder was auch immer. Ich nehme mal jetzt mal lustig. Was soll es? Soll es ein Absatz sein? Soll es eine Idee sein? Soll es ein Blogeintrag? Soll es eine E-Mail sein? Insofern wir Windows 11 haben, können wir sogar mittlerweile auch LinkedIn-Einträge damit generieren, umsonst. Und dann erstellt er Ihnen praktisch sozusagen, ja, er erstellt Ihnen selbstständig, was das macht oder was es nicht macht und wie auch immer. Und dann, ich finde das mega toll, auch im Kanzleialltag ist das tatsächlich gar nicht so doof. Nur denken Sie bitte daran, das ist ein Microsoft-Tool und man sollte da natürlich auf personenbezogene Daten Abstand halten, so wie ich das jetzt quasi gerade auch gemacht habe. Letztendlich muss man das auch fairerweise sagen, in seinen Datenschutzrichtlinien vielleicht mal mit aufnehmen und sagen, hey, wenn du KI-Systeme nutzt, bitte denke daran, auf personenbezogene Daten zu verzichten, weil die sozusagen verarbeitet werden und wir wissen nicht, wie und was und wo. Und deswegen bitte keine persönlichen Daten da eintragen. So, das nur so als Hintergrund. Aber letztendlich ist es so, dass wir hier mit dem Microsoft Copiloten eine Microsoft-Lösung zu der KI-Lösung, also chatten, verfassen, Erstellen von Dingen haben wir hier mit dem Microsoft Copilot eigentlich ein ganz cooles Werkzeug. Und das wollte ich Ihnen heute auch nicht vorenthalten, weil das war jetzt so eigentlich mein Highlight, was ich Ihnen heute zeigen wollte. Dem Julian sein Highlight war Planner, haben wir jetzt auch schon mitbekommen. Und ja, für uns war es erstmal wichtig, dass Sie heute erstmal so ein, nicht so dieses langweilige Ja, man gibt, was gibt es? Es gibt natürlich noch viel, viel mehr von Microsoft selbst, von den 365-Welt, aber so mal aus dem Kanzleialltag mal ein bisschen was erzählt, einen kleinen Impuls mit reingegeben. Das war uns heute mal wichtig. Und ich glaube, der Julian hat noch eine Frage, so wie ich den gerade schnaufen höre. Ach, hör auf. Nein, es kamen noch zwei, drei Fragen rein. Ich habe die im Wesentlichen für die Fragensteller schon kurz beantwortet. Einmal gab es die Sorge, dass sich Planner, wenn man da jetzt jeweils auch Dateien anhängt und alles, nicht unfassbar aufbläht oder sonst was. Wie sieht das aus mit Speicherplatz? Wo liegen denn die Daten eigentlich, die ich da hochladen würde? Muss ich dann bei Convotes eine Datenvolumenüberschreitung womöglich zahlen oder? Aber mit unserer Kontonummer, Julian. Ja, genau. Nein, also die Daten, die liegen ja bei Microsoft dann im Universum von Microsoft 365. Und grundsätzlich kann man sagen, das ist schon auf sehr große Datenmengen ausgelegt. Nicht umsonst haben Sie da ja mit zum Beispiel der Stream-App ja die Möglichkeit, Videoaufnahmen von Ihren Besprechungen hochzuladen. Das ist ja um ein Vielfaches größer als jetzt eine PDF-Datei oder eine Excel-Datei. Also ich glaube, mit Schriftstücken, mit Dokumenten jeglicher Art werden Sie absolut kein Problem haben. Da können Sie gar nichts aufblähen. Jeder Nutzer hat theoretisch ein Terabyte zur Verfügung. Im OneDrive sowieso. Von daher, das kriegen Sie mit Dokumenten gar nicht voll. Also ausgeschlossen. Darüber hinaus kann man auch Richtlinien einstellen. Dass nach einem Monat oder so gelöscht wird, zumindest die Dokumente, die da irgendwo hinterlegt sind. Da kann man alles regeln, aber das ist nichts, worüber Sie sich Sorgen machen müssten in dem Bereich. Wie gesagt, ist auf große Datenmengen ausgelegt. Und hat nichts, das muss man vielleicht nochmal erwähnen, hat nichts mit dem Speicher, Datenvolumen in dem Geiger Cloud oder Geiger ASP zu tun. Genau. Ja, ansonsten, was kommt da gerade noch rein? Ja, es gibt die Frage so, wie wenn man jetzt zum Beispiel über Planner seine Besprechungen plant,
da zum Beispiel ein wöchentliches Meeting einträgt, für das jede Woche jemand anders den Hut auf hat, vielleicht fürs Protokoll oder für irgendwas anderes. Wie, wenn dieser Termin dann stattgefunden hat, wie hinterlege ich dann am besten das Protokoll für diesen Termin? Ich habe da gerade schon drauf geantwortet, mir erscheint das nicht optimal gelöst, über Planner dann zu machen. Dann sollte man vielleicht für diese Meetings und für die Protokollierung von den vergangenen Meetings bietet sich da meiner Meinung nach eher ein separater Teams-Kanal zum Beispiel an. Dass man einfach einen Kanal macht mit Meetings, wo alle Mitarbeiter reinkommen, die da regelmäßig dran teilnehmen und wo man dann entweder direkt die Videoaufzeichnung hinterlegen lässt. Das kann man auch automatisiert machen. Also, ne? Man klickt auf Aufnahme starten und legt dann die Aufnahme am Ende in diesen Meetings-Kanal. Dann kann das auch jeder nachgucken. Oder man protokolliert dort einfach unter Beiträge da auf der Seite, wo, genau. Dann schreibt man da eben drin, heute die wichtigsten Punkte waren das, das und das und das und das. Und wenn man sich dann die vergangenen Meetings angucken möchte, dann scrollt man sich durch den sogenannten Thread. So würde ich es machen. Ich würde es weniger mit Planner machen. Da würde ich höchstens die Tagesordnungspunkte festhalten. Sie können zum Beispiel genau da in dem Reiter, in dem sich der Herr Mans gerade befindet, im Kanal Meetings, dort könnten Sie sich auch den Planner einfügen. Dann hätten Sie nämlich die Funktion Planner im Teams-Kanal Meetings. Und dann haben Sie dort einfach nur die Themen, die Sie besprechen wollen. Wer möchte die besprechen? Wer ist dafür zuständig? Das können Sie abhaken. Und die Ergebnisse aus der eigentlichen Besprechung, die tragen Sie dann unter Beiträge als Hauptbeitrag, als Zusammenfassung ein. Genau, so hätten Sie alles unter einem Dach in einem Teams-Kanal, ohne dabei nur den Planner zu nutzen, weil der Planner ist eigentlich nur für Aufgaben, die ich abhaken kann. Ne? Und damit Leute da auch mit raufgucken können und auch im Bilde sind, was passiert. Aber das ist eher weniger um ja, Besprechungen im Nachgang zu protokollieren. Da würde ich jetzt klassisch, wie gesagt, Beiträge für nehmen. Genau, oder man sagt, man legt hier, wir hatten ja vorhin Forms, könnten wir vielleicht auch mit Forms das machen, dass man zum Beispiel hier Forms einbettet, was weiß ich, dann ist die Vorlage für die Teamprotokollierung so und so und dann schreibe ich einfach da den Text rein und man hat dann quasi diese Antwort sozusagen gesammelt und man kann da jederzeit reingehen. Oder man erfasst die in Notes, also sprich in Notizen, in OneNote oder halt man macht klassisch eine Word-Datei und macht daraus ein PDF und legt es dann hier als Datei ab. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Simply is best, sagt man, glaube ich, so, ne? Also so einfach wie möglich. Aber tatsächlich da kann man die Themen sammeln und die Themen abarbeiten. Man könnte unter den Themen theoretisch auch Kommentare drunter schreiben, also eine Lösung zu diesem speziellen Thema und das Protokoll, also der Protokollführer, wo auch immer der das Protokoll führt, kann es entweder hier als im Thread machen Beitrag, oder im ja. Beitrag oder dann halt hier als Datei einfach ablegen. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Oder man macht halt direkt wenn man eine hybride Veranstaltung hat, dass man einfach diese Videoaufzeichnung sozusagen nimmt. Und dann hat man das praktisch in seinem Videoprotokoll sozusagen festgehalten. Man muss ja Wobei nicht mal irgendwas schreiben. ich persönlich bin da gar nicht so ein Fan von, diese Videoaufzeichnungen, weil dann schaue ich mir lieber die drei, vier Bullet Points an auf einer ordentlichen Protokollzusammenfassung, als dass ich mich durch ein Video klicke. Aber das ist auch jedem selber überlassen. Das ist dann natürlich in dem Moment weniger Arbeit. Ganz kurz noch die Frage, Copilot Pro ist nicht Teil von Microsoft 365. Das ist jetzt seit kurzem eine extra kostenpflichtige Angelegenheit, glaube ich, ne? Seit 15.01. ist es eine separierte Leistung, die man separat im Microsoft 365 Kosmos buchen muss. Wenn das dann ist, dann ist es in den Office-Programm mit enthalten. Ja, super. Gut, dann haben wir auch für den Moment alle Fragen beantwortet. Wenn Ihnen spontan gerade noch was einfällt, beeilen Sie sich mit dem Tippen. Ansonsten stehen wir natürlich auch alle für Sie zur Verfügung. Melden Sie sich über die Booking-Seite von der Consulting-Sprechstunde direkt zum Beispiel bei Herrn Melms oder gehen Sie erstmal auf Ihren Kundenverantwortlichen bei uns zu. Genau, und dann schauen wir mal, wie wir helfen können. Ne? Wir unterstützen da gerne mit Anwendungsbeispielen oder helfen beim Einrichten. Also da können wir vollumfänglich unterstützen. Genau. Ich hatte heute übrigens noch einen Fall, das möchte ich an der Stelle auch noch kurz erwähnen. Da habe ich auch wieder was dazugelernt. Ein Steuerberater, den ich betreue,
wollte jetzt endlich gerne eine richtig gute Diktiersoftware haben. Da Ach hatte ja, genau. der Kollege von der DATEV dann mal rumgeforscht, also der Kundenverantwortliche von der Kanzlei. Und da gibt es eine relativ teure Lösung auch auf dem DATEV-Marktplatz. 410 € Anschaffungskosten, Lizenzkosten im Monat. Und ich kam kurz auf die Idee, Moment mal, wir haben Microsoft 365 und wir sind in Zeiten des Copilots und Co. Natürlich hat Microsoft Word heutzutage eine Diktierfunktion. Also das ist im Prinzip inklusive für alle, die noch auf der Suche sind nach einer Diktatfunktion oder Software oder sonstiges. Da ist es. Also das klappt auch sehr gut, solange das technisch alles nicht eingeschränkt ist. Bei unseren Kunden ist es meistens so, dass wir das von der Administrationsseite eingeschränkt haben, aus Datenschutzgründen, Vorsicht, ne, und so. Können wir aber aktivieren. Und dann sprechen Sie einfach in Ihr Headset rein und Word tippt das Ganze ab. Ne? Also denkbar einfach und quasi für lau, wenn Sie die Microsoft 365 Sachen schon nutzen. Und was auch nett ist, ist das Transkripten. Also man kann natürlich auch hier hingehen und sagen, entweder man zeichnet ein Gespräch auf, also das, was wir jetzt hier sagen, hallo, wie geht's dir? Schönen Tag noch gehabt, ja, und die Besprechung ist übrigens dann und dann. Das kann man hier aufzeichnen und dann kann man das transkripten lassen. Das heißt, man kann sich das in eine andere Sprache sozusagen aufschreiben lassen oder man hat eine fertige Audiodatei, die man auch hochladen kann. Also er kann sozusagen das Zeug transkripten. Weil auch gerade die Frage kam nach Datenschutz. Das ist ein guter Punkt in dem Bezug. Wenn wir schon sagen, wir können nicht einfach personenbezogene Daten oder sonstiges in die KI-Systeme wie ChatGPT oder Copilot eintragen. Hier müsste ich mal recherchieren. Das würde mich persönlich auch interessieren. Ich gehe aber davon aus, dass die reine Diktatfunktion von Word wirklich nur Speech to Text ist. Also da jetzt keine Korrekt. Metadaten rumgeschickt werden, sondern dass es einfach nur eine Spracherkennung ist. Aber Weißt du das das hier nicht. zufällig, Manu? Das sollte so sein, aber das Transkripten, das muss quasi ausgewertet werden, umgewandelt werden. Das Genau. heißt, da spricht man logischerweise mit dem Microsoft-Server. Aber das reine Diktieren ist eigentlich eine innerhalb des Programms eine Funktion, der einfach nur das, was ich in ein Mikrofon reinspreche, hier reinschreibt. Heißt aber nicht, dass es nicht über Microsoft-Server geht. Ich meine, letztendlich geht es über eine Cloud-Anwendung, die übers Ja gut, Internet also geht. aber unter Umständen nicht, wenn ich jetzt ein neues Dokument öffne und in der wirklich Korrekt. Standalone Ja. Word-Version arbeite. Also kommen Sie da gerne im Nachgang nochmal auf mich zu. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass das nicht Ihre Serveranlage verlässt, wenn Sie da einfach ja, verschriftlichen. Beim Übersetzen ist natürlich was anderes, da muss man natürlich auf Internetdienste zugreifen und da verlässt das Ganze wahrscheinlich Ihren Raum. Ne? Genau. Was schreibt da jemand? Unten steht 0 von 300 diesen Monat für Transkription genutzte Upload-Minuten. Ah ja, okay, das ist sogar noch eingeschränkt. Siehst Ja, du na das? klar. Ist der Ja, Kollege das mein? ist hier unten. Ja, das sieht man hier unten. Ah Ja, ja, okay. das ist eingeschränkt. Aber in der Regel ist es ja so, dass man, also, weiß ich nicht, ich Also weiß nicht, da ob geht es ich, jetzt aber auch nur um die Übersetzung, ne? ja, Also. ich weiß aber nicht, ob man tatsächlich das so oft benutzen würde, dieses Transkripten, bin ich ehrlich. Also, wie oft kommt das vor? Ich glaube, da ist man schneller, wenn man das direkt in der Sprache eintippt, wie man, meine, wie viel Fremdsprachen gibt es tatsächlich, die wir so im Alltag benutzen? Also ich habe jetzt nicht so viele, ja. Also ja, ich wohne jetzt hier in einer Gegend, da ist sehr viel Türkisch. Also, das kann ich zwar nicht, aber das müsste ich dann machen. Aber ist tatsächlich so. Aber tatsächlich ist ja meistens im Business-Bereich ja Englisch eigentlich das Medium, was man eigentlich am häufigsten benutzt. Also ich denke, das kann man dann Und wahrscheinlich auch 300 entspannen. Seiten im Monat auf Englisch übersetzen, das ist ja schon auch ein Harry Potter Buch im Monat sozusagen. 300 Minuten. 300 Ach, Minuten. Minuten, Minuten, ja, okay. Ja, also wie gesagt, ich glaube, der Normalfall ist das Diktat auf Deutsch, einfach nur Sprache zu Text und das ist unbegrenzt. Ne? Und für alle, die dann noch auf der Suche sind nach einer teuren Software, nutzen Sie oder testen Sie zumindest einfach erstmal Word. Auf mich hat das nämlich vorhin einen guten Eindruck gemacht. Ich habe es vorhin das erste Mal getestet selber. Gut, gibt es noch Fragen? Wenn nicht, wie gesagt, wir stehen immer zur Verfügung. Sie wissen, wie Sie uns erreichen. Manu, weißt du, was nächste Woche für ein Thema ist?
Bestimmt weiß ich das. Warte, ein Klick, jawohl. Oh, nächste Woche ist ein geiles Thema. Hat sich dein Chef hat sich das gewünscht, wenn man den Chef nennen kann, keine Ahnung. Also der Ralf hat sich tatsächlich gewünscht, Mensch, was ist denn eigentlich dieses Procheck? Was ist das denn eigentlich? Dieses Dativ Procheck. Kann man damit irgendwas machen oder kann man das essen? Und das Genau, willst du also. uns nächste Woche mal präsentieren dann, oder wie? Genau, also nächste Woche ist das Thema Procheck. Ich habe es mal Prozesse gescheckt lenken. Sehr schön. Was für ein Wortspiel. Nein, also nächste Woche geht es um Procheck, um Checklisten, um Prozesse, wie auch immer. Wie man das vielleicht im Kanzleialltag so ein bisschen mit integrieren kann, macht es auch Sinn. Das ist tatsächlich nächste Woche das Thema. Würde ich mich natürlich freuen. Und ansonsten von meiner Seite vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Denken Sie daran, Feedback. Wir freuen uns immer über Feedback. Ansonsten auf Wiedersehen, tschö, tschö. Und der Julian hat jetzt, glaube ich, den restlichen Part noch. Vielen Dank, Manu, für die Präsentation heute. Ja, ich kann mich auch nur bedanken, wünsche Ihnen allen noch einen schönen Nachmittag, frohes Schaffen und eine schöne Restwoche. Und genau, dann freuen wir uns, wenn wir von Ihnen hören, wenn wir Sie irgendwo weiterbringen können und unterstützen können. In dem Sinne, Leute, macht es gut. Macht es gut, schöne Karnevalsfragen, tschö, tschö. Genau, von mir auch. Ciao.